Guten Morgen, Leute. Hat schon jemand Kaffee gemacht? Ist das Frühstück fertig? Oder müssen wir uns jetzt direkt ans Let's Play begeben? Ich weiß ja nicht. Na, schauen wir mal. Ich bin gerade erst aus dem Bett aufgestanden, nach einem furchtbaren Albtraum, den jeder nachvollziehen kann. Und zwar dachte ich so, ich habe mein Mikrofon zu weit weggestellt und somit könnte mich niemand hören. Das ist ja schrecklich. Ein schrecklicher Albtraum. Nee, ich musste auch innerlich lachen. Nichts zu entdecken. Ist nur noch großes Loch mit Wandstümpfen übrig. Das ist auch sehr schrecklich. Ich denke, das ist ein fast schon schrecklicherer Albtraum als... Nein, das war kein Albtraum. Eine vollständige Skelettierung in so kurzer Zeit? Was mag dem Unglücklichen nur widerfahren sein? Ja, wahrscheinlich war das der Todeslaser aus... Das sieht komisch aus hier. Der Todeslaser aus Mars Attacks. Potzblitz, hätte nie gedacht, dass unsere glorreiche Armee einmal einem Gegner unterliegen könnte. Also, überall Tote, ich fürchte, als Leichenbestatter sind wir überfordert. Dann lassen wir das mal lieber sein. Das ist doch... Was ist dir nur, Liebster? Na, sieh doch selbst. Oh nein, ein Schatten, es ist der Schleicher, da schleicht er hier herum, der Schleicher, als ob's nichts anderes gäbe. Sie, Leutnant, hier, melde mich zurück. Das nenne ich eine Überraschung. Hier unten hat inzwischen niemand mehr einen Pfifferling auf Sie gegeben. Aber wie Sie sehen, haben wir auch unsere eigenen Sorgen gehabt. Herrscht wirklich Krieg, Herr von Schleicher? Das fragen Sie noch im Angesicht dessen, und das fragen vor allem Sie. Wie darf man denn bitte sehr das verstehen? Aha, der Aufruhrer persönlich. Bitte, was ist denn hier los? Hat sich hier Propaganda breit gemacht oder was, während wir hier weg waren? Aufruhrer? Stillgestanden, Leutnant. Seit wann hinterfragen Sie Ihre Vorgesetzten? Sie scheinen gefährlichen Einflüssen zu unterliegen. Ja, die haben schon ein wenig abgefärbt. Es ist mir richtig peinlich, wie wir uns jetzt hier aufführen. Oh nein, freies Denken. Ich muss mich auf das Allerschärfste gegen diese infamen Behauptungen entrüsten, Herr Major. Entrüsten Sie sich, wie Sie wollen, aber das nützt Ihnen nichts. Hier herrscht Kriegsrecht. Und deswegen darf ich behaupten, was ich will, ha? Wie bitte sehr lauten denn überhaupt die essentiellen Vorwürfe Ihrer Unsinnigkeiten, mein Herr? Das Ding spricht mittlerweile. Na, das wird ja immer schöner. Dann lassen Sie sich eines gesagt sein, Herrschaften. Ihre zweifelhaften Allmachenschaften lege ich ein für alle Mal das Handwerk. Ja, Entschuldigung, dass wir, Dinge getan haben, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie getan haben. Das wird nicht wieder vorkommen. Ich begreife nicht, was Sie so feindselig agieren lässt. Wir bringen doch Hilfe! Und Hefe! Hefe! Hefe, Sie bringen Aufruhr, Auflehnung, Anarchie, die drei schlimmen A und Apfelsaft. Von Apfelsaft bekomme ich immer so Durchfall. Die vier großen schlimmen A's. Sie bornierter Esel, so hören Sie doch endlich zu. Schluss damit, Leutnant, nehmen Sie diese staatsgefährlichen Existenzen fest. Tja, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Leutnant, ich habe Ihnen einen Befehl erteilt. Ja, jetzt ich ein bisschen überfordert. Nicht, dass er uns umkippt. Schatz? Leutnant? Ja, also, ich weiß ja nicht, also... Schatz, du machst mir Angst. Du wirst uns doch nicht wirklich arretieren. Na also, ich wusste, Sie kommen wieder zur Vernunft, wenn der Klang der Autorität ertönt. Nein. Donnerschlag! Wie bitte, Leutnant? Nein! Sie verweigern einen Befehl. Sie, Magwitz, das Produkt generationenlangen Gehorsams. Wir haben Sie so gut erzogen. Bin er selber noch ganz perplex. Dann soll die Insubordination Ihr Schicksal sein, Renegat. Wachen. Aha. Aber wir sind diejenigen mit dem Problem, ja? Achtung, Herr Major. Müssen unsere Differenzen vertagen. Tentakelabrut rückt an. Sie scheinen nicht zu begreifen, Leutnant. Ich stelle mich im Unterschied zu Ihnen nie gegen die Obrigkeit. Oder sollte ich sagen, die neue Obrigkeit. Ja, aber das sind Invasoren. Ist nicht die Obrigkeit. Die sind böse. Die wollen uns böse. Verstehen Sie doch. Gutütiger, ich wittere einen ganz üblen Fall von Opportunismus. Heute wird aber mit Fachworten um sich geworfen. Meine Fresse.
Ach, genug geredet. Macht sie nieder. Yeah, Kämpfe sind nur Tentaklerwachen. Was interessiert mich das? Schwinger 2, hier, komm, hauen wir noch eine schöne. Schön Stampfer 2 rauf. Was ist eigentlich aus Stampfer 1 geworden? Stampf. Gibt's nix, gibt's nicht mehr. Ist tot, ist kaputt. Hat irgendwer kaputt gemacht. Ist runtergefallen, ist zerschellt auf dem Boden. Wie Porzellan. Ja, da soll er mal schauen, was wir so drauf haben. Wir bringen Frieden. Der Frieden in Reinform mit unseren tödlichen Waffen und Anführungszeichen Magien. Flammsturm. Ich hoffe mal, das waren ihre Schwächen. Ich meine mich zu erinnern, dass sie es sind. Bam! Naja, natürlich, bis auf den Granater. Der eine coole Waffe ist, aber noch immer nichts kann. Und tot sind sie alle. Yay! Und das gibt Erfahrungspunkte und Medizin, das ist schön. Und das Auge der Allmacht und des Allsehenden hat alles nun ja gesehen. Wie das? Die Geschöpfe der Herren werden besiegt? Wir nehmen es noch mit ganz anderen Schurken auf sie, Strolch. Das werden wir auch müssen, wenn nicht gleich ein Wunder geschieht. Sepperlut, dann hat er eine halbe Armee. Ha, jetzt habt ihr ausgespielt, Rebellengesindel. Die Verstärkung naht. Strecke die Waffe nicht ohne Kampf. Du meine Güte, sind das viele. Ich fürchte, ich falle in Ohnmacht. Dump. Wie beliebt denn sie doch eben noch zu bemerken, wenn nicht ein Wunder geschieht? Es ist aus. Es sei denn, da taucht auf einmal ein U-Boot auf, wo eines nicht sein sollte. Es sei denn, hier wurde ein Kanal gezogen, der präzise seine sehr tiefe aufweist. Wenn ich mir den Rand hier allerdings, diesen gemappten Rand allerdings ansehe, glaube ich nicht an einen Kanal, sondern das müsste ein ganz natürlicher Fluss sein, der so nicht wirklich tief sein kann, aber da das ein Videospiel ist und von Real Troll werde ich mal darüber hinwegsehen. Spiel das Spiel. Das dürfte doch der Nemo sein, ne? Horis, spuken Sie sich und springen geschwind in Bord. Was zum Teufel geht ja, also geht da vor, also verstehe ich jetzt auch nicht. Moment, das wollte ich doch gerade fragen. Ich weiß auch gar nicht mal, wie ich den Schleicher gesprochen habe. Irgendwie ein bisschen antagonistischer. Wobei das noch zu Zeiten war, als ich sowieso nicht wusste, wie ich wen sprechen sollte. Also sagen wir einfach mal, ich spreche wie Mickey Mouse. Nee. Was stehen Sie da umher? So brauchen Sie sich doch. Ich muss mein Tauchboot schnellstens wieder aus diesem Fluss herausbringen. Oder sollten Sie mich etwa vergessen haben? Kapitän Nemo, wir hatten doch diese reizende Fahrt im Orient-Express. Und diese Mordanschuldigung, ach, die war auch sehr reizend. Très bien, Mademoiselle. Aber nun beeilen Sie sich. Ah, jetzt habe ich ihn wieder. Seine Stimme, meine ich. Nichts da. Hier geblieben. Da, versuchen Sie sich so aufzuhalten. Halt! Wieso vermag meine Stimme nichts zu unternehmen? Das verstehe ich nicht. Aris oder alle? Alle hopp? Schwimmen Sie zur Luke. Ich konnte mal Französisch. So für eine Woche oder so. Kommen Sie hinauf. Ist mir doch scheißegal. Ab doch hin. Ist das etwa Ihr berühmtes Tauchgefährt, Herr Kapitän? Nein, das ist mein pinker Schmetterling. Haben Sie uns zufällig eingesammelt oder uns erwartet? Was ist hier nur los? Gibt es hier Schnaps? Das wäre auch meine erste Frage gewesen. Excusez-moi, zu einem späteren Zeitpunkt will ich Ihre Frage beantworten. Aber nun muss ich mein teures Boot aus diesem engen Fluss steuern. Erst in der Weite der See wage ich wieder zu atmen. Auf bald! Tschüss! Und nun? Wenn der Herr Kapitän seinen Geschäften nachgeht, erkunden wir so lange sein Schiff. Okay. Ich glaube, es heißt Boot, nicht Schiff. So ein Trottel. Was kann der Professor eigentlich? Oho, ein zylindrischer Hohlführungsschacht zur Beförderung thermisch angeregter Elemente. Wie meinen? Ein Rohr, mein Lieber. Ja, man kann doch alles verkomplizieren. Mensch, hier gibt so viel zu entdecken, wie zum Beispiel... Naja... Man kann nach draußen gucken. Seh was. Wasser. Ja, aber hoch kommen wir sicherlich auch nicht mehr. Es sei denn, wir möchten, dass das Tauchboot nie wieder auftaucht.
Nein, nein, Leutnant, wir sind getaucht, da kann man nicht einfach die Außenluke öffnen. Sehen Sie, es ist eine Frage von Kraft, Druck und einfaches Nein, recht, voll auf. Ach, schön. Aber wir dürfen ihm auch nach, das ist gut. Aha, guten Tag, hier ausländischer Mitarbeiter. Ich wähle, ich glaube, Uranus, Sonne. Ja, very much ausländisch. Da liegt Gold oben drauf, aber ich glaube eher, das soll eine Warnluke, Warnluke, bin ich bescheuert, eine Warnlampe sein. Außer sie hat auf diesen Schatzraum hin verwiesen. Gold, 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 Gold! Habt ihr das auch gehört? Ich hab bei Ludwig Summen den davon halten. Vielleicht ist es eine etwas verspielte Art von Ballast. Das habe ich mir ehrlich gesagt auch fast gedacht. Der Papagei, der kommt mir doch sehr bekannt vor. Potzblitz, sind ja allerhand alte Wracks auf dieser Meereskarte verzeichnet. Da lässt sich leicht denken, auf welche Weise Kapitän Nemo liquide bleibt. Bohrt der Kerl etwa Schiffe in den Grund? Grundgütiger, ich hoffe doch nicht. Es sollte ihm doch völlig reichen, die gesunkenen Schatzschiffe alter Zeiten zu verwerten. Okay. Ja, das ist sollte eine Warnleuchte. Nee. Ach nein, das ist ein Schild. Jetzt sehe ich das erst. Da ist ein Schild und darauf ist ein Goldbarren abgebildet. Ein rötlicher Goldbarren. Ein Rotbarren. Jawohl. Quasi ein Baron. Ein Baron ist das quasi, wenn man so möchte. Dann sollten das hier die Unterkünfte sein, wo wir uns vielleicht sogar schlafen legen können. Und plündern! Oh. Der Besitzer fährt wohl schon lange genug zur See, um seine Erfahrungen gemacht zu haben. Die Seekiste ist fest verschlossen und das wird bestimmt auch bei den anderen der Fall sein. Okay. Letztendlich muss... Das sind zweifellos die Schlafstätten der höheren Dienstgrade. Gesundheit, Herr Professor. Dankeschön. Hierarchie selbst im Schlaf. Gefällt. Ich hab nicht zugehört. Was war los? Ich war beschäftigt. Das sind zweifellos die Schlafstätten. Ja, das ist völlig korrekt. Oh, ich würde mich mal hinlegen. Dieses Bett riecht äußerst angenehm. Hier kann man sich nicht hinlegen. Oh. Ah, gehst du an Bord? Smiley Sonne verloben, wie man hier sagt. Was pflicht er dafür Kauderwelsch in seine Rede ein? Verstehe ja kein Wort. Das ist unsere Wortsprache, Sahib. Der Kapitän hat uns aus allen Winkeln des Indischen Ozeans zusammengesammelt. Wir haben schnell ein Sprachmischmasch entwickelt, um uns gegenseitig zu verständigen. Nur fürchte ich, wir draußen stehen, dies ist unmöglich zu verstehen, wenn wir in ASCII sprechen. Wir haben die nötige Zeit und das Interesse, diese Sprache zu lernen, guter Mann. Ach ja. Ja, wir haben ja sogar Marsianisch gelernt. Der Übersetzer der übersetzende Erzähler hat sicherlich auch die Zeit, uns hier auszuhelfen. Aber natürlich, also Herr Seemann, bringen Sie uns schnellstens die Bordsprache der Nautilus bei. Nicht so eilig, Sahib, nicht so eilig. Ihr müsst wissen, dass ich der Einzige an Bord bin, der sie euch lehren könnte. Hier bin ich nur umso begieriger, von Ihnen zu lernen. Drum auf! Ich glaube, der Herr möchte uns einen Handel vorschlagen, Herr Professor. Sie wollen etwas derart Heeres wie Wissen mit etwas so Schnödem wie Geld aufwiegen? Geld? Nicht, aber nein, mein Interesse geht ganz und allein Rubinen, um genauer zu sein, einem ganz bestimmten Rubin. Sollten Sie tatsächlich darauf sinnen, mit unserer Hilfe einen plumpen Edelstein? Der Handel ist ganz einfach. Mein Herz verzehrt sich schon seit langem nach einem herrlichen roten Edelstein hier an Bord. Doch ein ungnädiges Schicksal, Fluchworte vermute ich, hat ihn mir bisher, also Tod, ne, Schwert, no, trauriger Smiley. Also da kann man schon herauslesen, was er meint. Hat ihn mir bisher verwehrt. Bringt mir den Rubin und ich erlehre euch die Geheimnisse unserer Bordsprache. Naja, schlag ein. Wundervoll, aber lasst euch aber lieber nicht erwischen. Hier an Bord geht es zuweilen recht streng zu. Worauf haben wir uns da nur wieder eingelassen? Diebstahl! Am Ende werden wir noch Leute köpfen. Ein Stapel Spielkarten. Ein Stapel Safe States. Und dann kann man bestimmt mit ihm spielen. Oho, eine fabelhafte Molluskenschale. Ich könnte Ihnen Geschichten über diese Art erzählen, da würden Sie mit den Ohren schlackern. Kommt ein Hund drin vor?
Sie würden sich langweilen, ich sehe es ein. Hallo? Schlaf, schlaf, mein Kind. Schlaf, Baby, schlaf. Dein Vater ist ein Schaf. Der Besitzer und ich denke, wir brauchen hier nichts ansprechen, aber wir sollten uns den Rubin auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Naja. Also, Rubin, das müsste der Rote dort sein. Es wäre nicht schlecht, so ein wenig deren Sprache sprechen zu können. Aha, wir kommen in den Dingensraum, den Ach, was weiß ich, wie das Ding heißt, ist mir doch scheißegal. Ein Schraubenschlüssel. Solange hier alles funktioniert, sind mir doch die Worte egal. Hüpp. Der Maschinenraum, ja, dankeschön. Hüpp. Heizer. Oh. Na, er muss doch die Arbeit machen. Der arme Tropf. Moment, kann man sich ein bisschen Kohle mitnehmen? Ja, doch nicht auf die Art und Weise. Kohle. Ebenso hier. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen offenen Kohlesack gefunden. Naja, vielleicht möchte jemand gegen Kohle tauschen. Edelstein gegen Kohle. Wenn man das Kohlestück fest genug presst, wird ein Diamant raus. Krabi? Sino, Schatz, was für ein riesenhafter Geselle. Tee mit eingebautem Bunker. Gefällt. Naja, wir haben ja auch einen Hummerpanzer. Apropos, wir haben doch letztens eine Pilotenausrüstung gefunden. Aber ich denke nicht, dass man die wirklich ausrüsten kann. Nee, die war ja für den Mackwitz. Und hier ist ja nur Lederhaube. Flexibel einsetzbare Kopfbedeckung. Nee. Nee, das war einfach nur für die Sequenz. Bestimmt. Und weil ich jetzt sage, dass sie für die Sequenz war, war sie es bestimmt nicht. Sieh nur, Schatz, was für ein riesenhafter... Aber ich hab doch dieses Metallstück hier angesprochen. Na gut. Frage mich ernsthaft, wer in einem Raum wie diesen Fische fangen will. Du bist einfach nur erstaunlich, Schatz. Du bist so toll. Ein massiver Taucherhelm, wie ihr ihn inzwischen selbst schon benutzt habt. Du findest Balsamöl. Jawohl! Und ich glaube, wir wollen hier nicht wirklich runter. Ja gut, vielleicht doch. Der Schrank enthält ein paar Bleisohlen, Sichtfenster, Austausch, Glasscheiben und eine Harpune des Modells Transpicker. Ja, wer kennt sie denn nicht? Ein Prachtexemplar eines Tunus Thynus. Alias der Thunfisch. Vielleicht. Und weil ich das so gesagt habe, dass es ein Thunfisch ist, ist es kein Thunfisch. Denn alles, was ich sage, das wird ja sowieso nie wahr sein, weil ich muss mich immer irren. Ein unverzichtbares Artefakt Submarinentreibens. Oh. Wahnsinn. Ich müsste mir eigentlich die Nase putzen, aber ich lass mal laufen, ne? Igitt. Ja, dieses behagliche Domizil ist sicherlich das Gästezimmer. Ich denke, wir laden uns einfach selbst in unser Quartier ein. Nein. Ich will mich hier noch umsehen. Hey. Hier werden Sie geholfen und gegessen. Inmitten eines unwirrbaren Geflechts von Gräsern und Seetang entdeckt ihr reizvolle rosarote Lederkorallen, Seeanemonen und Wurzelquallen. Ach, ich würde mich jetzt richtig ärgern, wenn ich das nicht sehen könnte. Hier ist mein Revier, Herrschaften. Raus aus meiner Küche. Ach, süß, der Fisch, der versucht, mit dem Nautilus mitzuhalten. Der versucht sicherlich, so Kleinod von der Hülle zu fressen, aber da wir uns ja ständig bewegen, kommt er nicht richtig mit. Ein Teller mit... Na, das kann ich unmöglich sagen. Walkotze. Verlange Auskunft. Es ist ein Teller frische Delfinaugensuppe. Ja, was war daran jetzt so schlimm? Gib mir 5 Minuten. An Odyssey somewhere. Versuchen wir es noch einmal. Ein recht nett zurechtgemachter Fischteller. Geht doch! Ahoi, werte Gäste, wie kann ich Ihnen am dienstbarsten sein? Kenne ihn doch. Das ist schon der dritte seiner Art. Mich, mein Herr, sehr unwahr.
Ach, ich bin schon so lange hier unten, dass ich beinahe diese Sache vergessen hätte. Sie meinen gewiss einen meiner zahlreichen Zwillingsbrüder, Drillingsbrüder, Vierlingsbrüder, Fünflingsbrüder. Die habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Denn seit ich den Kapitän getroffen habe, gebe ich mich ganz der Herausforderung hin, eine florierende submarine Wirtschaft zu führen. Im Vertrauen, die letzten Abenteuer warten in der Gastronomie und irgendwann lerne ich auch noch diese Bordsprache. Und wie verständigen Sie sich mit Ihren Gästen, Herr Koch? Was darf sein? Wham. Hä? Aber natürlich kommt sofort. Ach, durch Ausdruckstanz. Es wäre natürlich einfacher gewesen, wenn er eine Bordkarte hätte. Mit Bildern. Wohl bekomm's. Auf diese Weise geht das eigentlich den ganzen Tag. Scheint sehr effektiv zu sein. Suche Zerstreuung. Suche Zerstreuung. Entschuldigung für diesen komischen Cut. Und dafür existiert kein geeigneterer Platz als ein Unterseeboot, mein Herr. Was darf es denn sein? Klatsch und Tratsch. Rede? Ja, wird das leider schwierig, vor allem wenn ich die Leute hier nicht einmal verstehe. Auf einem Boot, auf dem nicht einmal der wirkliche Name des Kapitäns bekannt ist, herrscht auch keine ausgeprägte Klatschatmosphäre. Ach, wie schade, so ein paar Details über die Schwächen der anderen sind immer so amüsant. Ja, du Klatschmaul, du. Schauen Sie nicht so betrübt, Horsty. Ich will das wenige gern zusammentragen, das ich weiß. Der Hauptmaschinist sucht schon seit Wochen verzweifelt nach einem kleinen enervierenden Leck. Ein Matrose der Wache ist vollkommen verrückt nach meiner preisgekrönten Fischsuppe, wie ich kann verstehen. Außerdem wird hier an Bord des Kartenspiel gepflegt, da lässt sich gut die Heuer aufbessern. Ich freue mich schon darauf, nachher die Insel weiterzuspielen, wo mit normalsterblichen Worten hantiert wird. So etwas nennt der Klatsch. Pah, mein Pferd lebt interessanter, sofern es noch lebt. Verzeihung, mein Herr, wir sind nur ein kleines Boot, keine große Stadt. Aber los, mich zu betätigen. Sehen Sie sich doch auf dem Boot um. Hin und wieder tauchen wir auf. Dann lohnt es sich immer einmal, die Angel auszuwerfen und den Fischen nachzustellen. Außerdem könnte ich jemanden brauchen, der mir beim Abwasch hilft. Verrückt geworden, Kerl, oder was? Eher verzweifelt, mein Herr. Ich würde mich natürlich auch erkenntlich zeigen mit Erfahrungspunkten. Eine Belohnung. So ist es. Schaffen Sie mir diesen Tellerstapel vom Hals. Das können wir doch. Und es soll Ihr Schaden nicht sein. Super, das ist so eine passende Art von Sidequest. Das kriegen wir hin. Sie wollen mir wirklich beim Abwasch helfen? Fein, fein. In der Spüle ist alles, um die Teller zu säubern. Du nimmst dir die Teller und freust dich schon auf die anstehende Hausarbeit. Hurray! Hä? Tu einfach, was man dir sagt, Schatz. So wie sonst auch. Na du, was am Arsch? War doch befohlen. Hier sind Sie, Herrschaften. Das ist einer dieser Gründe, die mich am Abwasch hindern. Der Hahn ist defekt. Das sagt er erst jetzt, Kerl. Sonst hätten Sie sich doch kaum auf die Hilfe eingelassen, werter Herr. Von Seiten der Logik ist ja nichts zu beanstanden. Dann müssen wir das Ding halt reparieren. Und nimm die ganzen Teller mit. Runde, vertiefte Porzellanscheiben türmen sich zu einer systematischen Anhäufung ihrer selbst. Ja, wird das mal abwaschen? Das sieht aus wie etwas, das normalerweise unter dunklen Felsen lebt. Solange es schmeckt. Das kriegen wir doch hin. Da lag doch ein Schraubenschlüssel, mit dem wir jetzt sicherlich volle Kanne auf den Wasserhahn hauen können. Und dann ist er repariert. Und dann sprudelt das gesamte Salzwasser. Nein, halt, wir befinden uns hier noch im Süßwasserbereich. Ins Boot und wir gehen unter. Ja, das klingt gut. So, der Maschinist, der beschwert sich ja auch über Lecks. Irgendwo muss ein Leck sein. Vielleicht finden wir jetzt das Leck, vielleicht auch nicht. Vielleicht war das auch gar nicht hier. Vielleicht müssen wir das für die Sprache erlernen. Vielleicht müssen wir uns auch erstmal mit der Besatzung gutstellen. Und dann wird man uns den Rubin... Edelstein, den edelsteinenden Rubin freiwillig überlassen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gehen wir nochmal in die Kantine. Das war nicht die Kantine. Das war das Tauchabteil. Die Kantine war dies hier, von dem ich zuerst dachte, das wäre ein Lazarett wegen dem Schild. Oder was ist denn nicht zu frechten? Auch nicht von der Seite, ne?
Da oben dürfen Sie sich gerne austoben, aber hier ist mein Revierherrschaft, denn... Waschen Sie erst einmal alles gründlichst ab, dann dürfen Sie vielleicht sogar in den Kessel. Und uns Dinge brauen oder so. Du nimmst deine Tasse. Das fängt doch schon mal gut an. Ohne Wasser. Da könnten wir vielleicht Wasser ein... Ich muss sie ständig schneiden. Tut mir leid. Vielleicht könnten wir etwas Wasser in die Tasse schütten, genau. In die Tasse eingeben. Uns eine Tasse Wasser nehmen. Ja, das war's, wonach ich suchte. Hier kannst du dir eine Tasse voller Wasser holen und du tust es auch. Gut, und damit lässt sich sicherlich ganz formidabel abwaschen. Nee? Vielleicht? Oh. Ihr entdeckt einen Panzerkopf mit schwarz-grauen Brustflossen, der durch seinen Harnisch aus blassroten Knochenplatten geschützt wird. Habe ich erst letztens eine Doku drüber gesehen. Die schwimmen ja eigentlich anders herum, ne? Mit dem Mund bewegen, also den Mund benutzen sie quasi als Rotor, ne? Um sich anzutreiben, dann schwimmen sie rückwärts. Wir sind quasi die letzte Art von Panzertier, die sich auf diese Art und Weise fortbewegt oder existiert, weil es hat sich als nicht gerade praktikabel erwiesen. Ja, und aus dem Rest wurden Oktopusse, Kraken. Wasser eingefüllt. Teller Nummer 1 gesäubert, hoho. Hausputz ist eine ernste Angelegenheit, Herr Professor. Sehen Sie, es muss auf das Gründlichste... Teller Nummer 2 gesäubert, hui, der kommt da. Gebt sie bloß, sonst passiert doch etwas. Und damit ist auch der dritte Teller sauber. Feinde bezwungen, Schmutz tritt auf ganzer Linie den Rückzug an. Bei allen Wölfen der Karpaten, das nenne ich eine schnelle Arbeit. 3 Teller, nicht schlecht. Als dann gebe ich euch das Rezept meiner phänomenalen Fischsuppe. Probiert euch ruhig am Kessel aus. Wow, möchtest du die Rezepte lesen? Ja, Düfte, Säfte, Alchemie, hier ist wirklich jeder Trank enthalten. So ist das also. Ich werde jetzt eigentlich erstmal auf Beenden gehen, weil irgendwie mein Hals macht gerade nicht mit. Ich werde das später fortsetzen und bis dann würde ich sagen, sollte euch das hier Spaß gemacht haben, hier auf der Nautilus, das ist bestimmt eine ganze Episode, dann schaut auch in meine alten, aktuellen oder zukünftigen Videos, denn dann habt ihr mal was zu tun. Bis zum nächsten Mal.